So, liebe Leute auf YouTube, es ist Donnerstag, es ist der 10.02.2011 und demnach kein Dienstag wie sonst immer. Warum ist es kein Dienstag? Weil es heute das letzte Mal ist, dass ihr mich in dieser Form seht, in diesem Kontext. Die Arithmetikvorlesungen sind vorbei, die Klausur ist geschrieben und somit sind auch die Videos gedreht. Aber einer, der wird uns nicht verlassen und das ist der Chef hinter der Janze, das ist Professor Dr. Christian Spannagel. Ja, schade, Tim, dass die Vorlesung schon vorbei ist. Hat Spaß gemacht, oder? Super. Ja. Also hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Die Aufzeichnung und so, das dann später im Internet zu sehen. Die ganzen Kommentare, da haben ja unglaublich viele Leute kommentiert auch. Web 2.0 typisch, richtig diskutiert, ja. Fehler angemahnt, ja. Gesagt, was besser gemacht werden könnte. Alles das, was ich falsch gemacht habe, ist sozusagen entdeckt worden. Richtig. Toll, ja. Tolle Haarpracht. Ja, das stand zum Beispiel da, genau. Heavy Metal. So. Total Heavy Metal, der Prof. Ja, genau. Ja, und wir hatten ja auch unglaublich viele Klicks, ne? An die 35.000, also mittlerweile sind es schon mehr als 35.000 Klicks sogar. Ja, das ist ja unglaublich, das kann man ja gar nicht glauben. So viele Klicks, wie viele Freunde haben wir? Knapp 150 Freunde. 150 Freunde. Man macht sich sogar Freunde mit der Arithmetik. Ja, ich dachte immer, man macht sich Feinde damit, aber nein. 150 Freunde dazu gewonnen. Ja. Ja gut, und diese YouTube-Statistiken sind natürlich nur ganz oberflächliche Statistiken, ja. Deswegen wurde ja auch die Veranstaltung beforscht. Und ich finde, Tim, die Stars der Forschung in dem Zusammenhang sollten wir jetzt mal hier zusammen hier reinrufen, oder? Ich würde auch schon sagen, dass wir uns die beiden Damen aus dem LMAP 21 Studiengang, der seit letztem Sommersemester 2010 an der Pädagogischen Hochschule existiert und jetzt auch wieder auf eure Bewerbungen wartet, dass wir die mal reinholen. Ja. Dafür müssen wir uns aber erst rauszaubern. Ja, würde ich auch sagen. Gleichzeitig, oder? Gleichzeitig, genau. Okay. Ja, scheiße. Hi. Ich bin der Tim, ich habe den ganzen Kram gefilmt. Ich bin dann jetzt auch mal weg. Okay, da ist jetzt wohl wieder was schiefgelaufen. Ich glaube, jetzt muss ich schnipsen. Ich kann gar nicht schnipsen. Dann klatsche ich einfach mal. So, und hier sind wir, die zwei forschenden LMAPs. Und wir haben zahlreiche Erkenntnisse gewonnen durch unsere Befragung der Studierenden zur Nutzung der Vorlesungsvideos. Die Videos wurden sehr gut angenommen, von den Studierenden gern genutzt und auch von über 80% als sinnvoll erachtet. Es haben bereits im November einige Studierende die Videos zur Nachbereitung genutzt und auch schon zur Prüfungsvorbereitung. Es empfanden 124 Studierende die Vorlesungsvideos als sinnvoll und das zeigt doch auch noch einmal, wie gut sie ankamen. Und ich denke, dass sie jetzt auch in der Prüfungszeit eine sehr gute Möglichkeit zur Vorbereitung waren. Lediglich 21 von 179 Befragten gaben an, die Vorlesungsvideos als Alternative zu nutzen. Der Rest hat es nicht übers Herz gebracht, die Vorlesung ausfallen zu lassen, da diese jedes Mal ein Erlebnis war und es wert war, diese zu besuchen. Wie kriegen wir die zwei denn jetzt wieder her? Können auch klatschen. Alternativ? Ja, das klingt ja eigentlich ganz gut, Tim, oder? Ja, ja, doch, kannst nicht meckern. Ist schon gut. Ja, ist gut. Ich finde es auch interessant, dass trotzdem die Studierenden immer gekommen sind, dienstags morgens um 8 Uhr, obwohl die Vorlesung ja online stand. Ne? Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, wie geht es nächstes Jahr weiter, nächstes Semester? Da wird die Vorlesung natürlich nicht nochmal aufgezeichnet. Das gibt sie ja schon. Wir haben sie ja jetzt. Wir haben sie ja jetzt, ne? Genau. Sondern die werde ich aber einsetzen, dass die Studierenden in Zukunft beispielsweise mal einen alten Vortrag sich in Vorbereitung auf eine Sitzung ansehen und dass dann eher so aktivierende Phasen in der Vorlesung stattdessen gemacht werden können, wie beispielsweise aktives Plenum oder ähnliches. Ne? Einen alten Vortrag wie zum Beispiel diesen hessischen Vortrag hier. Mhm. Gut, dann bleibt uns ja nichts anderes als... Wir haben sie gar nicht namentlich erwähnt, Frau Werner und Frau Fischer noch mal reinzuholen. Ja, Frau Werner und Frau Fischer, bitte noch mal reinkommen, genau. Ja, und dann würde ich sagen, winken wir einfach mal, oder? Ja. Tschüss. Danke fürs Schauen. Ja, vielen Dank.
Dank, Dank, immer wieder Dank. Vielen Dank für 300 Klicks, vielen Dank für viele Abonnenten, vielen Dank für konstruktive Kritik, vielen Dank an Herrn Gieding, vielen Dank an das AVZ und die Studierenden, vielen, vielen Dank, euer PH-Arithmetik-Team.